Das ist seine grüne Oase. Oliver Decken auf dem Weg zu seinem Lieblingsort, mitten in einer Kleingartenanlage in Landau. Irgendwie wirkt hier alles wild, doch dahinter steckt ein Plan. Hier fängt es an mit den Beeten. Hier waren früher die Zwiebeln drin, zwei stehen noch, damit sie ausreifen können und Samen fürs nächste Jahr bringen. Dazwischen sieht man jetzt schon den Gründünger, der so langsam das Beet bevölkert. Die Idee mit dem Garten hatte seine Frau Kerstin. Vor 3 Jahren haben die beiden die Parzelle übernommen und als erstes den Boden bedeckt, mit allem, was der Garten hergibt. Mulchen nennt man das. Das schützt das Beet vor der Austrocknung, vor der starken Sonne, sodass das Wasser auch länger im Boden bleibt. Und aus dem Mulch wird dann Dünger, was natürlich auch wieder gut für die Pflanzen ist. Zum Mulchen verwendet Oliver Decken auch Pflanzen, die viele Gärtner bekämpfen. Unkraut. Er nennt es lieber Wildkraut. Für seinen Klimagarten hat er sich viel angelesen. Jeden Handgriff macht er aus tiefster Überzeugung. Ich bin ja schon seit 35 Jahren im Klimaschutz beruflich unterwegs. Und erst vor 3, 4 Jahren habe ich mein Hobby Gärtnern wiederentdeckt. Aber gemerkt, mit der Dürre wird das immer schwieriger und ich muss mich anpassen an die veränderte klimatische Bedingung. Um Energie zu sparen, gibt Oliver Decken vollen Körpereinsatz. Seine unkonventionellen Methoden gefallen nicht jedem. Reaktionen waren durchwachsen. Also Neugier war da. Was ist das? Dann haben auch einige die Nase gerümpft. Das sieht ja nicht ordentlich aus. Ich habe dann auch viele Gespräche geführt und das erklärt. Aber was viel überzeugt hat, war die Ernte des ersten Jahres, weil da habe ich richtig dicke Kartoffeln und richtig dicke Möhren rausgeholt und damit waren viele überzeugt. Den Kaffee genießen die beiden am liebsten unter dem Apfelbaum. Die Söhne sind aus dem Haus. Der Garten ist nun ihr gemeinsames Projekt. Naja, neben dem, dass das eine grüne Oase ist, wo man einfach auch Ruhe haben kann, ist es ein Ausgleich zur Arbeit. Also insbesondere jetzt für meinen Mann. Ich finde, seit er den Garten hat und sich da engagiert, ist er deutlich entspannter. Das ist so eine Art, man kann so sagen, eine Art Sportersatz auch. Es fordert ja auch körperlich sehr. Ich mache mir so die Hiwi-Arbeit, den großen Plan hat mein Mann. Es macht mich einfach zufrieden, hier zu arbeiten und ich bin viel ruhiger und ausgelassener geworden. Und ich merke es, wenn da irgendwelche blöden Gedanken von der Arbeit hochkommen, dann stelle ich mir einfach vor, jetzt denkst du an was Schönes und dann denke ich mir zum Beispiel an Regenwurm oder an eine Blume, die hier wächst, also irgendwas, was gerade schön funktioniert und dann bin ich dann wieder positiv abgelenkt. Ein Gewitter zieht auf. Oliver Decken und seine Frau nehmen es gelassen. Die Natur braucht den Regen. Ich wünsche mir, oder wir wünschen uns, dass natürlich möglichst viele andere Gärtnerinnen auch mitmachen, auch anfangen zu mulchen, grün zu düngen und so weiter und so fort. Und dass da so eine kleine Bewegung draus wird, dass einfach mehr Gärten einfach gut geht. Und morgen sind sie wieder hier, in ihrem Klimagarten.